Oh, es geht weiter, wenn ich die richtigen Tasten treffe. Oh, kleine Warnung, falls ich euch vorwarne, dass ich Dieselbus Audio ganz weit runterschrauben. Ladebildschirm. Schaut schön aus. Erinnert mich an irgendein Spiel, das mir gerade nicht einfällt. Muss ich reden jetzt? Soll das so leise sein? Ich sehe, sie haben schon das Audio-Mixing komplett vermasselt. Ich habe mich schon bei mehreren Sachen jetzt schon gewundert, warum die Stimmen so ungleich sind. Oh je. Warte mal. Oh. Oh. Jump. Nein, nicht hupen. Nur raus und rein summen. Yay, Geld. Oh, was geht hier ab? Oh. Oh, die Straße nach Prachthof ist gesperrt. Schätze, ihr müsst durch dieses hohe Gras gehen. Pokémon Kampf. Die werden einen Pokémon Kampf mir geben, ich spür's dann. Oh, das ist sowas von Pokémon. Was mache ich jetzt? Ich bin ein guter Junge. Hab nur mit den falschen Leuten rumgehangen. Starte den Kampf. Wie mache ich das? Oh, ich bin verwirrt. Schaden, dann nehme ich Schaden. Ganz hin. Die Shotgun macht nicht so das wahre Damage. Level up! Yeah. Okay. Lass es uns sehen. Aber ich liebe, wie er da reinsalzt. Das ist einfach zu cool. Oh. Das Spielprinzip ist aber geil. Kampf bestanden! Heißt das, dass ich zurück kann? Oh, Lu. Schwer. Weitere Shotgun ist weiß. Nichts, neues Schild. Hätte ich gleich anheben können. Anheben. Aufheben! Oh, der ist schon zerbrochen. Gibt es doch sicher irgendwo Automaten zum Verkaufen, oder? Drei Dogs. Top, Inventar schon voll. Hab's da ja. Das würden sie mir auf der Karten anzeigen, wenn ich. Okay. 112. Das Ding. Werden wir mal mit der Shotgun austauschen, wo ich reinsalze. Das Ding mit dem. Und auch Schilder habe ich auch auf was neu. Das ist anscheinend das beste Hersteller. Nein. Ups. Punkten, Punkten, Seltenheit, Typ. Warum kriege ich bei Hersteller? Ah ja, okay, verstehe schon. Verstehe schon. Das ist besser. Wo waren Punkte? Muss ich da unten dann durchzümen? Schlechter. Dann kann ich ganz unten mal vernichten. Ablegen, ablegen. Immer mal ein bisschen was loswerden da. Kann es nicht sein. Müsste viel Mühe geben da. Ah. Ah, der große Kopf. Das wollte ich noch. Und
Crit-Chance, Zauber-Abklingzeit, Status-Schaden, Max-TP-Schutz, Skill-Abklingzeit, meter da mehr rein. Wird doch gut, der Spitzgefährte, wann kann ich ihn holen? Noch nicht. Ich habe überall auf der Oberwelt Abkürzungen für euch platziert, ihr müsst einfach nur draufhauen. Abkürzung freigelegt, es gibt jede Menge versteckte Goodies und Verliese, die man freihauen kann. Oh Mann, das tut so gut. Ich bin ja so froh, dass ihr hier seid, um Spiele zu spielen und meine Freunde zu sein. Davor war ich eine Ewigkeit allein in dieser Höhle mit diesen Häschen und einem Berg von Barschmalten Frühstücksflocken. Oh, Tina, warst du einsam? Was? Nein, du bist einsam. Ich hab Freunde, jede Menge sogar. Hier, sieh dir all die heißen Rattenschaffenhäschen an. Der hier heißt Dimitri Hoppel die Hoppolus und das ist seine Sippschaft von außerhalb. Und... warum ticken sie? Ich bin ja so froh, dass du fragst. Sie sind nämlich auch Bomben. Natürlich. Klasse. Freut mich, dich kennenzulernen, Dimitri. Natürlich sind sie Bomben. Das ist natürlich deine Tina. Reich im Prachtruf. Jo, Mann. Kann ich mit dir? Jetzt hey, hey, willst du reich werden? Oh. Der Schrein hinter meinem gut geschützten und vor allem nicht angestochenen Rücken ist für einen alten Gott, der aus der Mode gekommen ist. Ich schätze, wenn wir alle Teile zusammensetzen, gibt es eine tolle Belohnung. Aus Gold. Ich habe bereits ein Teil gefunden und ich weiß, wo noch eins ist. Wenn du es für mich besorgst, können wir die Belohnung teilen. Ich achte auf deinen Rücken, deinen schutzlosen, abstechbaren Rücken. Wenn jemand von vorne auf dich zukommt wie ein Idiot, klatsch ihm eine. Das ist eine hieb- und stichfeste Taktik. Man weiß nie, wer einem irgendwann den Rücken punktiert. Es ist meist die Person, mit der du am wenigsten rechnest. Du im übertragenen Sinne, nicht du persönlich. Dein Rücken ist bestimmt nicht in Gefahr. Meine Haare schützen mich, keine Sorge. Okay, ich soll Wappen sammeln. Passiermesser helfen, Prachtruf. Passiermesser. Ich will mal schauen, was da drinnen ist. Keine Mission anscheinend, aber. Let's go! Das ist das Nächste. Kampf beginnt. Das kann die Gift-Shotgun. Unter mir. Überall Pilze. Aber meinen eigenen Pilz kriege ich noch nicht. Auch ein Scheibenschotgun. In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt wird. Ja, wir wissen es. Keine Sorge, wir übernehmen das. Kapier ich nicht. Ich sterbe. Doch, was war das? Mann. Ich werde dich töten. Wo? Was? Wie? Das hat mich gerade verwirrt. Seit wann habe ich Meteoriten? Ah, nee. Was zum Anziehen? Das ganze Fleisch mache ich sterbe, wie ich gelebt habe. Oh Gott, die Eis-Shotgun hat mir besser gefallen. Meteoritenschauer. Kampf besiegt. Wo ist die Loot? War da noch Loot? Kleines. Ich brauche nur einen Automatenmarkt. Damit ich mir meinen Schrott verkaufen kann. Außer es gibt nichts zu verkaufen in diesem Spiel. Das ist alles nur looten und wegwerfen. Eieiei. Ich bin zu lootsüchtig jetzt schon. Okay, wo ist die gute Waffe? Punkte, da war doch was Blaues. Wir nehmen es trotzdem. Das ist blau. Das muss genommen werden. Und der 12, das ist die Shotgun, die ich nicht wollte. Ganz gute da. Ganz einfach loswerden. Müll. Okay. Charaktermüll. Kann ich noch schilden einfach so irgendwie? Meiner Seite hier. Nichts. Was ist das? Das ist Unglück des Flickerns von langsamen Feinde. Von langsamen Feinde. Oh.
Ein besseres Schild haben wir auch gefunden. Sehr schön, sehr schön. Und raus hier. Du erspähst einen magischen Kristall, der zu einem verfallenen Schrein irgendwo in den Wonderlands gehört. Ein Schreinteil, heiß und fertig. Oh, ich würde gern. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ah, die Kamera ist ein bisschen hochgestellt. Ich bin leicht verwirrt. Leicht irritiert. Ich renne einfach planlos herum. Schwert. Nein. Kann ich sprinten? Hupfen, rollen? Nein. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Kaktus? Hat nichts gemacht. Kann ich hupfen jetzt? Naja, schlagen. Schlagen ist die Lösung, natürlich. Cooles Haus. Nicht zerstörbar. Oh, oh. Das ist verwirrend. Ah. Das wird automatisch teleportiert. Gut zu wissen. Warum ist die Kamerasicht zu hoch? Ich will noch ein bisschen nach vorne schauen können. Nur ein bisschen. Nimm das Gold. Das Verlies da drüben verströmt starke. In mir ist ein Schreinteil-Vibes. Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Geschafft. Jetzt geh da rein und sichere den Ort. Auch wenn dich das an den Rand des Todes bringt. Und absolut verwundbar. Meine Knochen! Ich sehe, warum die Waffe nicht das Beste ist. Mein Untod flackert vor meinen Augen. Diese Waffe ist das Wahre. Fragt mich gerade was von hinten. Das ganze Fleisch. Ah, ist eine Falle. Nicht zum Looten. Ricola. Vielleicht geben sie mir. Na, warum nicht? Vielleicht geben sie mir bessere Loot hier als die Pistole. Eine coole Shotgun wieder. Ah. Vielleicht sollte ich mal wissen, was meine Magie überhaupt macht. Reden eigentlich. Es wird für mich durchgeredet. Durchgeredet. Gib mir die Loot. Was haben wir? Was haben wir? Ah. Kann ich einfach. Nein, kann ich nicht Inventar voll. Na, die Pistole war hier für nichts. Raus hier. Wenn ich nichts verkaufen kann, ist egal, wo ich was hinwerfe. Ah, zweite Stage. Ein Boss? Nee. Ich hatte noch so viel vor in meinem Nichtleben. Nix wird vorgenommen. Da hat gar nichts gebracht, das war. Mach bitte keine Tasse aus meinem Schädel! Ja, ich werde Bier draus trinken aus deinem Schädel. Das werde ich machen. Sei verflucht! Sei auf ewig verflucht! Ja, wir wissen's. Wir wissen's.
Falle. Oh, Skeletons. Der typische Anfangsgegner. Komm, hopp runter. Oh, ihr Helden bringt mein Blut zum Kochen. Bildlich gesprochen natürlich. Jetzt habe ich einen kleinen Typen gespawnt, wie es ausschaut. Du hast alle beseitigt und lebst noch? Schnapp dir das Schrein. Oh, leck. Und bring's zu mir. Erspart mir die Reise. Und schlechte Loot. Leck und schlechte Loot. Wo ist die gute Loot? Haben wir was Gutes überhaupt bekommen? Wir werden sehen. Schreit halt! Okay, der Kerl will uns doch 100 pro umbringen, oder? 100 pro. Bitte was, Schätzchen? Er heißt buchstäblich Messerstecher. Das ist bestimmt nur ein Zufall. Mhm. Mhm, das glaube ich auch. Noch immer nicht. Schusswaffen. Ja, wir machen Schusswaffen. Ah, Fähigkeit Schaden. Blitzgefährte haben wir noch nicht. Kritische Schusswaffen. Drehverschonze. Oh, und mehr Geschicklichkeit. Dann kriegen wir schön. Und waffenlos werden. Oder schlechte Loot halt. Lügen auf Lügen. So, wir haben wieder Platz. Für mega Loot. Für mega Loot. Loot gib mir. Sorry für die Stimme. Eine Voku Fry Mischung. Wenn du ihren Schrein wiederherstellst, wird dich Monete zweifellos mit fabulösem Reichtum bedenken. Wer war das? Warst du das, Tina? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht hat er sich selbst erstochen? Geheimnisse wie diese gibt es haufenweise im Universum. Egal. Sobald der Schrein komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Also Leute, hier ist meine Theorie. Tina war beleidigt, dass alle anderen wussten, dass er mich in den Rücken stechen wird. Deswegen hat sie es selbst erledigt, ihn zu stechen. Damit wurde die Geschichte dann nicht wirklich bewiesen. Oh, schon meine Haare an, bis sie der Schatten im Kreis dreht. Ich habe Schatten ein bisschen runtergestellt. Nach Qualität. Monete, die Schutzheilige des Bargeldes ist deinen Tischchen und Geldbeutelchen gewogen. Ah. Verstehe. Da kann ich verkaufen, oder? Nein? Nein? Nein, kann ich nicht. Nein, Koordinate. Nächste Zone. Wie weit sind wir schon in der Folge? Wie weit sind wir schon drinnen? Ja, wir machen hier eine Pause wieder, bevor es weitergeht. Pause mit Ricola.